An, wunderschönen guten Bonjour gewünscht, heißt immer da demnächst. Und da gucken wir mal, was können wir dann hier alles machen, respektive Thomas, das ist ein bisschen vergangen. Ich bin gleich aufgeholt. Raus kann ich ja nicht, so weit wie ich weiß. Ah, hol mal einen Abschiedsbrief. Ach. Ich habe endlich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte allen danken, die mir geholfen haben, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Nun kann ich sie endlich sehen. Die Zukunft beherrscht von Maschinen. Danke, Mutter, für den neuen Kühlschrank. Seine Gefrierkapazitäten sind unglaublich. Es tut mir sehr leid, Sally. Du hast diese Art Unglück nicht verdient. Ich hätte dir so gerne alles gegeben, aber ich habe den Willen zu leben verloren. Zumindest solange der Planet nicht von Maschinen beherrscht wird. Aber wie der gute alte Jules Winfield schon sagte, die Waffe in der Hand, der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Ezekiel 25,17. What the fuck? Okay. Ja, du hab gucken. Ich will diese Magnete. Ja, dann holt er. Muss der Versuchung widerstehen. Oh. Ja, lol. Oh. Öffnen. Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Gucken. Ein herrliches Stück Kücheneinrichtung. Ganz ohne Zweifel. Okay. Da scheint was drin zu sein. Oh. Vermutlich was Wertvolles. Aber die Schublade klemmt. Oh. Ich krieg sie nicht auf. Hätte nicht mit Training aufhören sollen. Dietrich Magnus Loperfuchs schon mal nicht. Moment. Lieber nicht. Ja. Kannst du trinken? Okay. Das ist jetzt so. Gucken wir, ob wir es abkriegen. Nee. Tut mir leid, dass ich deine sterblichen Überreste entweihen muss, aber ich habe keine Wahl. Ich wusste, dass ich mich ein letztes Mal auf dich verlassen kann. Oh, wie schlecht! Oh, wie schlecht! Oh, wie schlecht! Hol mal die auch mal, guck mal. Die muss ich nicht nehmen. Jedenfalls nicht jetzt. Kann ich nicht. Ist von außen verschlossen. Welcher Klappspaten hat sich denn den Mist ausgedacht? What the fuck ist gut bei der Flasche? wie geil, wie geil, wie geil. Hummer. Hat keinen Sinn. Matt hat überall Panzerglas eingebaut. Da muss ich schon mit fortgeschrittenen Einbruchskills ran. Okay. Da probieren wir mal, ob wir die zwei Flicke Flash machen. Bayer können überreden, das sind da zwei Flasche. Hey, hat dir jemand Importbier gesagt? Nein, aber ich nehme trotzdem eins. Danke, Kleiner. So arbeitet man gern. Tja, hier gibt's nur feinste Qualität. Das heißt. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. What the fuck?
Selbst gut. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Ich nehme den Kubus nicht für Tat genug gelitten. Unser guter Freund Al, der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alte Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, tot. Vorgestern draufgegangen. Hölle. Dann mal auch auf seine Gesundheit. Seine Gesundheit? Na gut. Ich werde keinen Schraubenzieher brauchen. Egal, er kann uns eh nicht hören. Oder doch? Fang gar nicht erst damit an, Ted. Wir sollten auch noch den Geist von dem Typen erwähnen, der gestern bei Claytons ins Gras gebissen hat. Im Ernst? Lass es. Wir trinken einfach nur auf den armen gefrorenen Teufel hier, okay? Okay, auf den Gefrorenen. Auf den Gefrorenen. Ja, auf den Gefrorenen. Aber mir versichert schon mal... Das wollte ich schon immer mal machen. Nee. Seriös, es klappt, es klappt. So. Wow, das tut weh getun. Was zur Hölle war das? Oh. Nichts, nur Blähung. Mein Magen war die letzten Tage etwas verstimmt. Großer Gott, du solltest mal zum Arzt damit gehen. Ich weiß, tut mir leid. Schon okay, sei einfach still. Zwing uns nicht, dich an die Leiche deines Freundes zu ketten. Wäre das nicht etwas grausam, Alter? Hey, schon verstanden. Ich bin ganz ruhig, versprochen. Okay. Fuck! All der Ärger für eine blöde Gabel? Gott, ich hoffe, die wird wenigstens noch mal nützlich. Ja, ich auch. Kümmelfleisch. Das lasse ich mal. Da ist noch was von Matt drin. Moment, habe ich Besseres zu tun. Ja, bla bla. Nicht, ich hab's gesucht von Skills. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Der ist leider völlig unbrauchbar. Der hilft mir nicht mehr weiter. Okay. Natürlich, das wird noch halb könnt. So verwenden. Nee, nee, nee. Nee. Ach ich, nee, nee. Zeitung. Wozu? Das ist hin. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Lieber nicht. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Ich stürme lieber nicht. Die wirken sehr inspiriert. Okay. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Ach, what? What the hell? Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche... Das ist wahrscheinlich slow. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Komm schon hier raus. Man kann die Gasse von hier aus sehen. Ja. Kann ich nicht. Ist von außen verschlossen. Welcher Klappspaten hat sich denn den Mist ausgedacht? Okay. Und ihr sind etwas. Wahrscheinlich das Mikrowelle kostet ihr schon. Batterie? Super clever. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Eine alte Mikrowelle.
Bis drauf, Stierchen. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Du willst nicht wie ein Kind rauskommen. Was ist beim Wasser? Schön, dass du kein Wasser. Ich muss raus, du hier, Fee. Ich will schießen, Fee. Guter Rat ist teuer. In dem Fall. Ich weiß nicht. Moment. Moment. Kann ich nicht mit dem halten? Das muss ich doch nicht aufgabeln. Guck mal den Molun. Jetzt ist ein kleiner Riss drin. Kleiner Riss? Hummer. Ich hatte so eigentlich schon mal davor gesteckt, weil man... Der ist schon spröde und ich will ihn nicht kaputt machen. Damit rede ich doch nicht. Oh. Sieht etwas lockerer aus, aber ich krieg ihn noch nicht ab. Okay, du musst ihn aufkriegen. Also, Tomate will ich nicht, Tomate geht nicht wahrscheinlich. LOL! LOL! Du veräppelst mich doch, Lo! Okay. Ach, LOL! LOL! Okay, und das wäre dann für das hier, für heute mal dem... Ah, nee. Tschüssikowski an den Have a nice day.